ist eigentlich nichts anderes wie kondensierter Wasserdampf. In der Luft hat es immer Wasserdampf. Tau und der Reif ist eigentlich nichts anderes als der unsichtbare Wasserdampf. Tarnkäppchen zieht, er wird sichtbar. Wenn es über Null ist, haben wir Tau, unter Null ist Reife. Es ist Sommer, macht den Kühlschrank auf, nimmt irgendetwas schönes Kaltes raus, stellt es auf den Tisch, es läuft an. Das ist pures, reines Wasser. Und woher kommt das? Das ist eben der unsichtbare Wasserdampf, der kondensiert auf der kalten Fläche. Draußen in der Natur, in der Nacht, funktioniert genau das Gleiche. Die Luft in der Nacht kühlt sich ab. Und irgendwann einmal ist die Luft dann so kalt, dass der unsichtbare Wasserdampf kondensiert, sichtbar wird und sich als Tau auf der Straße dort niederschlägt. Oder dann im Winter, wenn es kalt ist, als Reif. Es muss ziemlich lang, ruhig, klar sein, dass die Luft sich so weit mag abkühlen, dass der unsichtbare Wasserdampf kondensiert. Das heisst, die Voraussetzung ist für Tau und Reif, dass man eine klare, ruhige Nacht hat. Fast keine Wolken. Die Konsequenz ist, wenn man eine klare, ruhige Nacht hat, dass es natürlich am Morgen auch noch schön ist. Es sind nicht gerade schon Wolken parat. Und dann ist natürlich der nächste Morgen, zumindest der Vormittag, ist sicher gut, wenn man auch den nächsten ganzen Tag. Und da schauen viele, also zumindest früher, wo man noch keine App hatte, hat man schon geschaut. Weil bevor man in die Berge geht, ist, wenn alles platschnass ist, dann hat man gewusst, es ist eine super Nacht gewesen. Es hat auch keinen Wind und nichts gehabt, was gestört hat. Wir haben störungsfreies Wetter, sprich Schönwetter. Oder? Dann hat man eine gute Chance, dass es Vormittag bis am Nachmittag ankommt.